Wir starten den heutigen Tag mit Snacks, welche mir als Kind verboten wurden. Sicherlich früher auch beim Einkaufen mit deinen Eltern irgendetwas gesehen, wo du dir dachtest, boah, das muss ich... Diese kleinen Pakete mit so Frühstücksserialien, so mit Cinnaminis drin und Frosties, aber in diesem kleinen Verpackung. Meine Mutter hat immer gesagt, Junge, viel zu teuer. Probieren und es hieß einfach nur nein. Ich leiste heute Aufarbeitungsarbeit und wir probieren ab jetzt Snacks oder Süßigkeiten, die uns in der Kindheit untersagt wurden. Toasties habe ich damals, als sie neu waren, in der Fernsehwerbung gesehen. Doch. Und ich war so, wow, Mama. Die waren so geil. Ein Schwachsinn. So ein Schnitzel einfach in Toaster zu werfen, ist schon ein bisschen komisch. Aber sich jetzt diese Wiener Würstchen aus der Plastikverpackung reinzuhauen, das war nie ein Problem. Ich sag euch eins, ne? Nach dem Feiern so ein Toastie, geisteskrank. Bis heute habe ich absolut keine Ahnung, wo genau das Problem jetzt war, aber diesen Käse zum Abziehen. Ich bin auf jeden Fall noch nie probiert. Und was ist das denn? Das Kind hätte ich das bestimmt ganz lustig gefunden, aber viel verpasst habe ich jetzt auch nicht. Babybel war eigentlich kein Problem bei mir. Bei vielen von euch auf jeden Fall. Doch, das gab's bei meiner Oma. Ich habe als Kind natürlich immer mit dieser roten Wachsverpackung gespielt und geknetet. Boah, schon geil. Irgendwann habe ich mich da mal fett auf eins von diesen Teilen draufgesetzt und unser ganzes damaliges Auto vollgeschmiert. Das war dann auch erstmal der letzte Babybel für mich. Was war bei euch damals verboten? Schreibt's in die Kommentare. Ja, habe ich schon gesagt. Wir haben ein XXL-Gummibärchen in Wasser geschmissen, um zu sehen, wie groß es werden kann. Das Ganze ist jetzt ein Tag her und was soll ich sagen? Es ist einfach deutlich größer geworden und das Wasser hat sich blau gefärbt. Fühlt sich auch richtig weird an. Wir haben in der Community übrigens entschieden... Junge, warum ist es denn größer geworden? Ein Gummibär, wird das größer, wenn ich jetzt so ein kleines irgendwo reinwerfe? Diese Schüler haben Geld fürs Nachsitzen bekommen. Was? Was ist passiert? Im Jahr 2008 haben eine High und eine Middle School in Georgia in den USA ihren Schülern ein Angebot gemacht, das diese wohl kaum ablehnen konnten. Die Schulen hatten sich nämlich 40 Schüler mit schlechten Noten in naturwissenschaftlichen Fächern ausgesucht, die in Zukunft während des Nachsitzens Nachhilfe erhielten sollten. Hierbei sollten diese dann zweimal pro Woche in einer Doppelstunde den verpassten Unterrichtsstoff nachholen. Ja, aber wo ist das Geld? Um die Schüler hierbei besonders zu motivieren, haben sich die Schulen dann dazu entschlossen, die Schüler hierfür zu bezahlen. Yeah. Nicht nur bekamen die Schüler ab diesem Zeitpunkt 8 Dollar pro Stunde und somit 32 Dollar pro Woche. Ey, das ist doch voll viel, oder nicht? Sondern sie hatten auch die Möglichkeit, einen Bonus zu bekommen, wenn diese die Note B erreichten, was in Deutschland ungefähr einer 2 entspricht. Und dieser Bonus brachte den Schülern dann umgerechnet weitere 85 Euro ein. Also ich habe normalerweise kein Geld für Noten bekommen, aber irgendwann hatte meine Mutter, keine Ahnung, ob die im Lotto gewonnen hatte, die hat gesagt, yo, Brudi, wenn du in der nächsten Mathearbeit eine 2 schreibst, dann bekommst du ein N64-Spiel. Und rate mal, wer eine 2 geschrieben hat. Dieser Kerl. Und ich habe mir dann, ich weiß gar nicht, welches Spiel ich wollte, aber das war arschteuer. Das hat damals so 160 D-Mark gekostet bei Karstadt. Geisteskrank. Alter, der Gott, der Weihnachtsmann, Alter, der der klaut die Kinder. Junge, der Weihnachtsmann hat die Kinder einfach entführt. Hier, was ist das für ein komisches Video? Guck mal da. Und jetzt macht er auch noch die Ballons kaputt. Es tut mir leid, der Weihnachtsmann ist einfach nur völlig verrückt geworden. Hast du gewusst, dass Piranhas eigentlich ziemlich harmlos sind? Ihr ganzer Ruf als menschenfressende Killermaschinen, die alles in Sekunden zerreißen, basiert auf einer großen Lüge. Bekannt gemacht durch den 26. Präsidenten der USA, Theodore Roosevelt. Im Jahr 1913 machte er Pläne, den Amazonas-Regenwald zu erkunden. Die Brasilianer waren darüber erfreut und organisierte eine große Tour durch den Dschungel, zusammen mit einem Gefolge aus Zeitungsreportern. Um die Gefahren der Natur zu demonstrieren, schnitten die einheimischen Führer einer Kuh die Kehle auf und stießen sie ins Wasser eines kleinen Nebenflusses des Aripuana. Sofort färbte sich der Fluss rot, als unzählige kleine Fische den Kadaver in Stück. Ja, ich dachte, das ist so, wenn man blutet, sind die gefährlich. Gerissen. Und innerhalb von Minuten bis auf die Knochen abnagten. Roosevelt war fasziniert und schrieb einen Bestseller über seine Erfahrungen in Brasilien. Aber die ganze Aktion war heimlich vorbereitet worden. Über Wochen hinweg haben Fischer hunderte Piranhas eingefangen und in einen mit Netzen abgetrennten Bereich des Flusses ausgehungert gepackt. Dann wurden sie ausgehungert bis zum Tag, als Roosevelt dort ankam und die Kuh ins Wasser gestoßen wurde. Und so entstand der Piranha-Mythos. Ja, aber die zerfetzen die doch trotzdem. Böse optische Illusion, die deinen Kopf komplett auseinandernehmen. Okay, ja. Schatten lässt das Boot so aussehen, als würde es fliegen. Das ist wirklich sehr gut gemalt. Oder ist es echt? Beim ersten Mal hinschauen denkt man wirklich, das Haus ist dünn. Dieses Mädchen hat schon Beine, die sitzt da halt einfach nur. Das ist einfach aus dem richtigen Winkel fotografiert. Das Haus sinkt gerade nicht ein. Das ist einfach nur schräg fotografiert. Der Typ ist einfach in Real Life in den Kreativmodus gegangen. Ich habe wirklich eine Viertelstunde gebraucht, um das zu verstehen. Ich habe es mal für euch gemacht. Wer denkt, dieses Kleid ist goldweiß? Den muss ich leider enttäuschen. Das ist nämlich blau-schwarz. Ich habe eine Viertelstunde gebraucht, um das zu verstehen. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr es verstanden habt. Ja, ich verstehe es. Hier ist so eine Stange drin. Bei dieser Achterbahn kannst du per Knopfdruck entscheiden, ob du vorwärts oder rückwärts fahren möchtest. Die Richtung mit der Mehrheit gewinnt. Ach, wir haben für rückwärts gestimmt. Was würdest du... Das ist ja geil. Das finde ich ganz cool, dass man da wirklich abstimmen kann. Keine Ahnung, ob das oder ob das einfach random ist. Ich bin aufgeregt. Wir gehen in den Park. Lass uns ein Abenteuer erleben. So ein Heute nehme ich Hasi mit. Er war schon lange nicht mehr draußen. Und ich brauche ihn als Was Unterstützung. Was für ein süßer Hund, Yay, Junge. Wir sind da.
Riechst du das? Kannst du das riechen? Es riecht doch hier irgendwie nach... Lilly? Was machst du denn hier? Ich bin hier, um dir ein paar neue Tricks beizubringen. Freundin. Du musst den Stock halten und dann dreh dich. Schneller. Du bist zu langsam. Du musst schneller werden. Oh Mann. Ich hätte auch gern Hund. Guck mal, ich kann springen wie Hasi. Hopp. Tschüss. Aber viele sagen dann, ja, dann kauf dir doch einfach ein oder hol dir einfach ein. Das Ding ist, Leute, wo gehe ich mit dem Hund hin, wenn ich jetzt zum Beispiel Skifahren gehe? Der Hund kann dann nicht mitkommen. Deswegen, ja... Aktuell nicht so. Wenn du diese Kinderserie kennst, bist du eine wahre Legende. Okay. Starten wir mal mit Benjamin Blümchen. Ja, kenne ich. Jetzt mal im Ernst, wenn du Benjamin Blümchen nicht kennst, hast du echt hinter dem Mond gelebt. Als nächstes habe ich Yakari. Wenn du Yakari kennst, bist du... Wer ist Yakari? Einer der wahren OGs und wir hatten fast dieselbe Kindheit. Markiere jetzt einen Freund, der diese beiden Serien auch kennt. Ich kenne ihn nicht. Hier sind drei Dinge, die Minecraft von Fortnite kopiert hat. Auf Platz 3 haben wir Deathruns. In Fortnite gibt es Deathruns und da dachte sich Minecraft, müssen wir auch Deathruns hinzufügen. Machen wir mal weiter. Warte. Hä, das ist doch einfach nur ein Parcours. Deshalb wird doch nicht geklaut. Deathruns sind doch einfach Parcours. Mit Schwertern. In Fortnite gibt es Schwerter und was macht Minecraft? Sie fügen einfach auch welche hinzu. Ja, okay. Er trollt jetzt. Ey, das kann er ja nicht ernsthaft. Also, nee. Okay. Alles Platz gut. 1 sind Zombies. Nee, aber Freunde, kennt ihr auch diese Leute, die so einen Müll labern? Markiert jemanden, der mir das geglaubt hätte. Am Anfang war ich mir nicht sicher. Am Anfang dachte ich mir, okay. Sehen Sie, was passiert? Das ist keine Sachbeschädigung. Sehen Sie, was passiert? Tesla Edition. Was war denn mit der Oma los? Die hat irgendwie so seine Hupe umgebaut, ne? Minecraft, aber ich kann Mobs essen. Gustav! Wir brauchen dafür nämlich insgesamt 4 Eisen, die wir so anordnen. Und dann bekommen wir dadurch am Ende eine Mob-Gabel raus. Dann können wir die mit unserer Gabel rechtsklicken. Und dann seht ihr schon, verwandelt sich diese Kuh in eine kleine Mini-Kuh. Und naja, der Name ist Programm. Wir können diese Kuh essen. Das Besondere ist allerdings, dadurch, dass wir sie jetzt gegessen haben, haben wir ein neues Item bekommen, und zwar die Kuh-Essenz. Oh, dann müssen wir hier 2 Fleisch hinpacken. Das ist ja voll die geile Mod. Und da oben die gerade gefarmte Kuh-Essenz. Und dann kommt am Ende der Cowie-Fire raus. Also ich gehe auf es zu, ich rechtsklicke. Ja, und es hat sich wirklich einfach in eine Kuh verwandelt. Alle weiteren Tools und Effekte seht ihr in meinem neuesten Video mit dem Titel... Ah, das ist ganz cool, ne? Wie ich mir vorstelle, wie Lehrer privat sind. Guten Morgen, Kinder! Guten Morgen, Papa! Papa, kann ich heute zum Eislaufen gehen? Ob du kannst, weiß ich nicht. Ich glaube, Lehrer sind privat ganz anders. Also, ich glaube, die sind... Ja, oder? Als ob. Wie er da... locker easy drüber slidet. Easy. Yes. No way. Ah! Junge, wie viele Versuche die da immer für brauchen? Das müssen noch Tausende sein. Yo, let's go. Zack. Yes. Alles klar. Ist das so krass, wie er sich immer freut. Klar, weil es ja wahrscheinlich der 7000. Versuch war. Oh! Ist das Beeman G? Ja. Oder? Ja, das ist... Ja, das ist auf jeden Fall Beeman G. Das ist ja krass. Nicht schlecht. 11. Was darf man mit 11? Du darfst nichts. Fortnite zocken. Das ist zwar erst ab 12, aber mit 11 darfst du auch mit den Eltern. Erlaubnis der Eltern. Du darfst zwar noch kein Bier trinken, aber Cola. Auch geil. Du darfst nun ohne Kindersitz vorne sitzen, aber nur, wenn du größer als 1,50 bist. Und deshalb darf Julia Biotix immer nur nicht vorne sitzen. Und dein Taschengeld sollte einer Empfehlung zufolge 18,50 Euro bis 21 Euro betragen. Für die in der Woche? Nee, im Monat, ne? So viel? Ich glaube, so viel habe ich damals nicht bekommen. Insel in der Karibik, Neptunes Nest, musst du also nur 500.000 Monate sparen. Ja, man ist halt schon ziemlich krass mit... Ja. Oh. Okay. Das sind diese ultra-realistischen Dinger, ne? Jetzt zersplasht das so. Bam.
Oh nein. Ey, BeamNG ist einfach so ein geiles Game. Diese Physik-Mod. Also ist ja keine Mod, aber wie geil die Physik einfach ist. Hast du dich schon mal gefragt, wie man Minecraft so realistisch wie möglich macht? Genau das werde ich heute versuchen. Mit teuren Texture Packs, kranken Shadern und ganz vielen Mods, die mein Computer ja, die Mod habe ich mittlerweile gefühlt fast überall gesehen. Wo das Wasser und alles so mega krass ist. Die wollte ich eigentlich auch unbedingt mal zocken. Das Video geht, desto realistischer wird Minecraft, bis es irgendwann so aussieht. Erstmal brauchen wir so ganz alltägliche Dinge wie Tornados. Erdbeben. Tsunamis. Ja, da dieses. Nee, das ist aber nicht die Wassermod, die ich meine. Okay, vielleicht fangen wir etwas ruhiger an. So sieht Minecraft normal aus und so mit dem besten Shader, den es zurzeit gibt. Und das hier ist eine Mod, welche die Physik von Minecraft realistischer macht, wie zum Beispiel Leinen, Tiere. Das ist die, die ich meine. Oh, Angeln. Das ist schon geil. Hallo, wer ist da? Deine Mutter, du hässlicher Bengel. Was macht, wenn ich dich im Real Life sehe? Dann auf jeden Fall Schläge deines Lebens. Justus, mein Liebling, das Essen ist fertig. Ja, Mama, ich komm gleich. Ey, Justus, bist du das? Nein, hier ist gar nicht Justus, sondern deine Mutter. Dem hab ich's aber ganz schön gegeben. Moment mal, das ist er doch. Sogar 24 Tim macht bessere Videos. Justus! Warum bist du letztens so frech geworden im Internet? Hast du gar keinen Respekt mehr, oder was? Ja, das war ja nur Spaß, ne? im Internet auf dick markieren. Ist einfach der absolute Klassiker, Leute. Und der absolute Klassiker ist es auch, dass jetzt die Folge vorbei ist. Nächste.